Hey, Chomper, was ist denn los? Ach, na ja, eigentlich nicht viel. Ich muss nur eine neue Höhle finden. Ha. Immer stimmt irgendwas mit Chompers Höhle nicht. Japp, japp, japp. Nein, nicht immer. Ruby und ich sind sehr froh, dass eure Familien uns die geheimen Höhlen überlassen haben. Mhm. Besonders wegen Rotklaue und seiner Schnellschnapper, die sich im geheimnisvollen Jenseits rumtreiben. Schön. Und was ist diesmal mit eurer Höhle, Chomper? Na ja, sie leckt. Es ist eine Höhle. So schlimm kann das doch nicht sein. Kommt mit, ich zeig's euch. Mit dem großen Himmelswasser letzte Nacht kam auch das Wasser von der Decke. Ich könnte bei den Geräuschen auch nicht schlafen. Nein, nein, nein. Die letzte Nacht war schrecklich. Ja. Mhm. Vielleicht hätten wir hier nicht so viel Wasser, wenn Chomper nicht diese Löcher gemacht hätte. Ja, also, ich würde sagen, wir machen uns einfach auf die Suche nach einer neuen Höhle. Hier unten? Petri kriegt großes Angst. Ich weiß nicht, Chomper. Es wird Spaß machen. Ein Abenteuer. Hier zu dunkel. Wir besser gehen zurück. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Na schön, aber in dieser Richtung ist die Luft frischer. Ich würde sagen, wir gehen da lang, wo wir am besten sehen können. Super gemacht! Nein, ja! Toll! Wenn wir den Weg gehen, den wir sehen können, dann sehen wir den Weg, den wir gehen können. Zera? Also, ich denke... Alles klar, dann gehen wir hier lang. Ruby, du hast dasselbe wie ich gesagt, nur viel größer. Und alle haben dir zugehört. Wenn ich so groß reden könnte, dann würden mir auch alle zuhören. Das wäre sehr schön. Solange du nicht so laut bist, dass alle einen Schreck bekommen. Wie die Rotklaue? Ja, so wie Rotklaue. Hey Leute, das müsst ihr euch ansehen. So interessant ist dein Schwänzchen nun auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Mir nach, Freunde. Was ist das hier für ein Ort? Das ist eine Höhle der vielen Stimmen. Hört mal her. Hallo, hallo, hallo. Wow, sie antwortet. Das muss ich auch versuchen. Hauga, hauga, hauga. Oh nein, was ist das? Wow, das war ja richtig laut, Ducky. Ja, ich bin beeindruckt. Oh, jetzt klinge ich auch richtig groß. Ja, ja, ja. Wenn ich hier drin laut sein kann, Ruby, vielleicht kannst du mir zeigen, wie das auch im großen Tal geht. Du glaubst, dass ich so laut rede, weil ich größer bin als du? Aber wenn du größer wärst als du, dann würdest du auch lauter sein, glaub mir. Hm? Aber dann wäre es nicht mehr so laut für dich. Also, willst du mir helfen, lauter zu sprechen? Bitte? Nun ja, ich kann's ja versuchen. Ich großer Flieger! 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 Wuhu! 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 Baumsterne! 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 Hey Freunde, von dem vielen Rufen habe ich Durst bekommen. Und Hunger auch. Was glotzt du mich so an? Chomper, draußen im großes Tal habe ich Nest mit stinkende Summedinger gesehen. Das wird dich gefallen. Hey, das klingt super toll. Na dann los. Danke, Petri. Diese stinkenden Summedinger waren zwar scharf, aber gut. Ich nicht gerne Einzelheiten hören, aber gern geschehen. Hey, wer hat Lust, noch ein paar Höhlen auszukundschaften? Hey, wir essen noch, Chomper. Ihr Flachzähne braucht aber ganz schön lange fürs Essen.
Chomper, geh doch schon mal vor. Wir holen dich dann ein. Ja, alles klar, Littlefoot. Wo Ruby und Ducky? Ducky, ich habe darüber nachgedacht, also hör mir gut zu. Um groß zu sprechen, musst du dich auch groß fühlen. Also, wenn du groß denkst, dann redest du auch wie ein Großer. Ich könnte an große Sachen denken wie diesen Baum. Der ist groß. Gut, und jetzt sei der Baum. Ich kann doch kein Baum sein. Nein, nein, nein. Aber du kannst dir vorstellen, so groß wie der Baum zu sein, richtig? Oh, na gut. Ich stell's mir vor. Ich bin ein Baum. Sehr schön. Und jetzt, wo du dich groß fühlst, sprich auch groß, Ducky. Danke, Ruby. Hallo, meine Freunde. Meine Freunde, hallo. Hey, Ruby. Ducky? Kann ich ein paar Baumsterne haben? Na ja, klar. Hier. Hey, versuchst du irgendwie anders zu sprechen, Ducky? Ja, das tue ich. Oh ja, ja. Ich meine, ja, Zera. Seit ich mich groß fühle, spreche ich auch größer und lauter. Na ja, es würde helfen, wenn du ein kleines bisschen länger wärst. Eines Tages wird sie auch größer sein. Freunde! Hey, Freunde! Stellt euch vor, ich habe eine tolle neue Höhle gefunden. Kommt mit, die müsst ihr euch ansehen. Tja, Chomper, die ist, naja, ganz nett. Ja, irgendwie sehr höhlich. Schön, dass sie euch auch gefällt. Das Beste daran ist, keine Steinzähne. Klingt, als wäre noch jemand anders in den Geheimhöhlen. Tja, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer das ist. Das Loch, das Mike gemacht hat, sieht jetzt viel größer aus. Da draußen ist das geheimnisvolle Jenseits und... Oh nein, das ist Rotklaue. Und Schnellschnapper. Nicht merken, dass wir hier sind. Der Scharfzahn darf nicht hier drin bleiben. Nein, nein, nein! Jetzt schrei hier nicht so rum, Ducky. Oh, Zera! Ja, genau, Spike. Dann können wir mit den Ranken Steine nach unten rollen lassen und den Eingang verschließen. Vielleicht können Ruby und ich Rotklaue aufhalten, während ihr Hilfe holt. Ihn aufhalten? Wie ein Appetithäppchen? Hört zu, wir müssen zusammenhalten. Wenn die Höhle der vielen Stimmen unsere Körper nur auch so groß machen könnte wie unsere Stimmen. Ducky, das ist es. Wisst ihr noch, wie das Echo Petri Angst eingejagt hat? Oh, ich noch ganz genau weiß. Wenn ihr Rotklaue und seine Schnellschnapper irgendwie in die Höhle der vielen Stimmen locken könntet, können wir von drinnen tun, als wären wir ganz viele. Und vor allem viel größer. Wir brüllen, als ob wir größer und stinkesauer wären. Ist kein Problem. Kein Problem für dir.
stillstehen, kann uns Rotklaue nicht sehen. Ja, aber er kann uns immer noch riechen. Hey, wir sind schon fast in der Höhle der vielen Stimmen. Ja, das sind wir. Aber der Scharfzahn wird uns sehen, wenn wir da lang gehen. Mich sieht er vielleicht nicht. Ich bin ja ganz klein. Ganz verwirrt. Das ist unsere Chance. Hauga! 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 Ducky, du hast mit deinem Gebrüll dem Scharfzahn Angst gemacht. Ich bin klein, aber ich kann mir vorstellen, groß zu sein. Und jetzt können wir alle zusammen brüllen. Hat geklappt. Schnellschnapper sind weggerannt. Chomper, du kannst mit dem Scharfzahn sprechen. Sag ihm, er muss verschwinden, weil eine große verärgerte Herde unterwegs hierher ist. Alles klar. Verschließen. So, und jetzt schnappt euch alle eine Ranke und zieht! Jetzt, wo Rotklaue nicht mehr hier ist, ist es eine super tolle Höhle. Du warst sehr tapfer und mutig, Ducky. Ja, ohne deine Anschleichung, wir hätten nie geschafft in die Höhle herein. Manchmal ist es wirklich besser, klein zu sein als groß. Aber eins weiß ich, tief in mir drin werde ich immer groß sein. Japp, japp, japp. Ich froh wir nicht am Matschepfuhl. Matschepampe sind nicht gut für Vögel. Jetzt! Ich hab ihm! Ich ihm verpasst. Ja, aber ich nicht! Sieht aus wie... Zahn. Wie dein Zahn, Chomper. Mein Zahn? Auf dem Boden? Aber mein Zahn muss doch hier in meinem Mund sein. Du ganz recht, aber dieser Zahn hundertprozentig nicht in deinen Mund. Mein Zahn! Mein Zahn! Mein Zahn! Hast du Schmerzen? Nö. Denkst du, ich krieg welche? Ich bin sicher, alles wird gut. Gut? Gut? Was kommt dann? Ein Arm? Ein Bein? Mein Schwanz? Nicht mein Schwänzchen. Oh nein, was passiert mit mir? Ich niemals nicht gehört von Zahn, das ausgefallen. Niemals? Niemals? Also ich schon. Hä? Wenn ich du wäre, würde ich nicht so sehr an meinem Schwanz hängen. Oh, aber ich glaube, Chomper hängt sehr, sehr an seinem Schwanz. Japp, japp, japp. Das ist wahr. Das tue ich.
Aber mit einem Zahn fängt es an. Und ehe du dich versiehst, bist du nur noch Haut und Knochen und fällst auseinander. Ich möchte nicht auseinanderfallen. Ganz egal, was du möchtest. Denk an meine Worte. Wenn die Nacht anbricht, bist du nur noch ein Haufen Knochen. Moment! Wie kriege ich denn meinen Zahn wieder zurück in meinen Mund? Wenn Schafzähne bei uns leben würden, könnte ich sie ja wegen der Zähne fragen. Was ist mit Ruby? Ruby? Sie hat keinen einzigen Zahn. Aber sie hat im geheimnisvollen Jenseits gelebt und da gibt's jede Menge Schafzähne. Vielleicht hat sie sowas schon mal gesehen. Ach, meint ihr? Mhm. Ruby weiß sehr viele Sachen. Oh ja, das tut sie. Vielleicht sie macht Zahnfest. Aber sie ist nicht hier. Und was ist, wenn sie vor Einbruch der Nacht nicht zurück ist? Dann zerfalle ich in 1000 Stücke. Dann müssen wir sie eben finden, bevor das passiert. Das wird natürlich nicht passieren. Aber wir wissen doch nicht, wo der Matschepampepfuhl ist. Hey, Zompa ist guter Schnuffler. Vielleicht erfolgt Rubis Geruch. Ich kann's ja versuchen. Im Dreck rumzusitzen ist doch verrückt. Da zu stehen und nur zuzusehen ist genauso verrückt, Zera. Das stimmt. Ich sehe euch nicht mehr zu. Hä? Da lang. Bist du dir ganz sicher? Tria da hingeging? Das sagt mir meine Schnüffelnase. Dann gehen wir auch da rein. Das ist aber komischer Ort für Entspannung. Also ich könnte mich hier niemals entspannen. Nein, nein, nein. Och, was soll's, ist halb so wild. Autsch, irgendwas Petrige beißt. Ach du Digger, Dino, ein Summstechling. Ich glaub nicht, dass der gut schmeckt, Zompa. Ja. Schön scharf. Sieht aus, als hättest du dem Stechling Angst eingejagt. Oh nein, er kommt wieder zurück. Und er hat alle seine Freunde mitgebracht. Weg! Das ist ja sowas von langweilig. Dabei könnte ich jetzt mit den anderen Spaß haben. Zum Stechlinge uns nicht erfolgt. Dann sind wir in Sicherheit. Das Gerippe gesehen. Es hatte keine Zähne mehr. Keine Sorge, Chomper. Du hast ja noch deinen Zahn. Vielleicht kann Ruby dir helfen, ihn wieder festzumachen. Aber nicht, wenn wir sie nicht finden. Meine Schnüffelnase hat uns in die Höhle geführt. Oh nein, vielleicht fällt ja meine Nase als nächstes ab. Oh. Hey, warum habe ich da nicht schon früher dran gedacht?
klettern wir auf den Ausguckfelsen. Großvater hat gesagt, von da oben kann man das ganze große Tal sehen. Wir haben fast geschafft, wir haben fast geschafft! Chomper, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Chomper! Oh, das war knapp. Nichts passiert. Oh nein, mein Zahn. Nein, Chomper, nicht! Du willst doch nicht runterfallen, das würde ganz doll wehtun. Du bist der Beste. Du bist mitten durch den Himmelsschaum geflogen, Petri. Wie mutig. Ich? Mutig? Ja, mutig und tapfer. Manchmal ich Angst vor mich. Seht mal, der Macho-Pampe fuhr gleich hinter dem dunklen Sumpf. Das leicht gefindet. Oh, hier sind ganz schön doll stinkerig. Ja, der Duft ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Japp, japp, japp. Ah, ich nicht dran gewöhnen. Jetzt wäre es gar nicht so schlecht, wenn ich meine Nase verlieren würde. Der stinkert. Hey! Oh nein, Versinkungssand! Chomka, komm schnell raus oder der Sand wird dich nach unten ziehen. Ich versuch's ja. Los, Chomper, halt dich fest! Nimm beide Hände, Chomper! Nein, ich darf meinen Zahn nicht verlieren! Dann verliere ich doch meinen Zahn. Du bist viel wichtiger als der Zahn. Aber ich kann doch kein Schafzahn ohne meinen Schafzahn sein. Oh, ich daran nicht gedenke. Chomper, lass deinen Zahn los und pack meinen Schwanz. Bitte. Hilfe. Chomper. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich auch. Und ich erst. Aha. Aber mir geht's nicht gut. Mein Zahn ist für immer weg. Wie kann ich ein Schafzahn ohne den Schafzahn sein? Uns ist es egal, ob du einen scharfen Zahn oder keinen Zahn hast. Ja, genau. Du wirst immer unser Freund sein, Chomper. Ganz egal wie. Und wenn Vater Dreihorn recht hat und ich auseinanderfalle... Matschepampepfuhl ist hinter diesen Bäumen. Vielleicht fällt Ruby ja irgendwas ein. Aber Chomper möchte nicht auf seinen Zahn verzichten. Selbst wenn er im Versinkungssand ist. Ich bei Chomper bleib. Ihr gehen und findet Ruby und die anderen. Danke, Petri. Wir sind gleich wieder mit Ruby zurück.
einen schnellen Flitzer mit einem Stachelschwanz und zwei Dreihörnern gesehen? Oh, Hallihallöle. Was macht ihr denn hier, Leute? Zera, bist du das? Zera, wir müssen Ruby finden. Es ist ganz wichtig. Na dann mir nach, Freunde. So, da wären wir. Ruby! Wir haben dich den ganzen Tag gesucht. Japp, japp, japp. Ah, ich war die ganze Zeit hier. Das heißt, ich bin immer hier. Denn wo ich bin, da ist auch hier. Chomper braucht deine Hilfe. Ganz in der Nähe. Komm mit. Folg uns einfach. Japp, japp, japp. Ihr solltet euch wirklich mal entspannen. Da ist er schon. Alles in Ordnung, Chomper? Nö, mein Zahn ist weg. Für immer. Was? Ihr habt unseren Entspannungstag gestört für einen Zahn? Einen Zahn? Da versuche ich einmal, mich zu entspannen und dann kommt ihr daher und stört mich. Na, wir sind erleichtert, dass Chomper nicht ernsthaft verletzt ist. Nicht verletzt? Ich falle auseinander. Habt ihr schon mal einen Schafzahn gesehen, dem ein Zahn fehlt? Hä? Oh ja. Ich habe das öfter gesehen, als ich sagen kann. Wirklich? Aber ja, Chomper, du wirst alle deine Zähne verlieren. Alle Zähne? Normale Schafzähne verlieren ganz normal ihre Zähne. Also wenn du deine Zähne verlierst, dann bist du ein ganz normaler Schafzahn. Ich bin ganz normal? Los, gib mir mal deine Klaue. Fühlst du das? Siehst du, das ist ein neuer Zahn. Ein neuer Zahn? Ja, ein neuer Zahn. Und dieser neue Zahn bleibt dann, bis du alt bist. Wirklich? Kannst du meinen neuen Zahn schon sehen? Da. Noch nicht. Aber ich möchte mir deine Zähne auch nicht von so nahem ansehen. Wie ist es jetzt? Da. Erst regen Sie sich wegen der Matschepampe auf und dann wegen eines Zahns. Und jetzt stehen Sie selber in der Matschepampe. Hey! Ich kenne eine gruselige Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits. Schafzähne sollen diese Geschichte ihren Kindern erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Irgendetwas Geheimnisvolles haust in der dunkelsten Höhle des geheimnisvollen Jenseits. In einer Höhle, die dunkler als dunkel ist, lebt diese gespenstische Kreatur. Man nennt sie den verborgenen Flitzer. Und weiter. Naja, der verborgene Flitzer wartet immer, bis es Nacht wird. Tiefschwarze Nacht. Wenn ihr schlaft, taucht er an eurem Schlafplatz auf. Und bevor ihr wach werden könnt, seid ihr aufgefuttert. Dann wir müssen vorsehen vor verborgene Flitzer. Wie sieht ihm aus? Das Problem. Niemand hat jemals einen Blick auf ihn geworfen. Was? Niemals? Wieso denn nicht? Na, weil er verborgen ist. Mehr als das. Manchmal ist er sogar unsichtbar. Was ist denn unsichtbar? Das heißt, man kann ihn nicht sehen. Ja, aber wenn er unsichtbar ist, wie kann man dann wissen, dass er da ist? Das merkt man dann schon. Denn bevor er dich auffuttert, stößt er einen lauten und äußerst gruseligen Schrei aus, sagt man. Au! Au! Wenn er unsichtbar, er vielleicht schon hier und wir nicht weiß. Das ist unmöglich. Oder nicht? Wer weiß das schon? Immer wenn du etwas siehst, aber nichts da ist, dann war das, was da war und du nicht gesehen hast, möglicherweise der verborgene Flitzer. Hey, das könnte er sein. Genau über deiner Schulter! Was ist das? Nur weil du unsichtbare Flitzer nicht siehst, heißt das nicht, dass unsichtbare Flitzer nicht da ist.
Das ist nur eine Geschichte, Petri. Darum musst du keine Angst haben. Ah! Der verborgene Flitzer? Littlefoot! Littlefoot! Zeit, ins Nest zu gehen, ihr Kleinen. Oh. Alles klar, Großmutter. Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr. Als ob du uns damit Angst eingejagt hättest. Ruby, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich hab keine Angst, aber... Unterwegs, japp, japp, japp. Die große helle Scheibe macht alles so schön warm. Ich glaube, das ist nicht normal. Nein, nein, nein. Spikey? Hallo? Du hattest auch eine? Jap, jap, jap. Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten. Nein, nicht alle. War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Dreihörner haben keine Schlafgeschichten. Aber du hast doch geschlafen, also hast du auch Schlafgeschichten. Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer. Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben. Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun, aber verborgene Flitzer schon. Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen, aber ich ihn genau hier gesehen, mit eigenen Augen. Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt, vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist. Also schön, Petri, und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts. Petri, ich weiß, dass alles, was ich über den verborgenen Flitzer weiß, nur Geschichten sind. Einiges habe ich mir sogar ausgedacht. Weil du Geschichte ausgedacht hast, heißt nicht, dass Geschichte nicht wahr sind. Das ist wahr. Aber wisst ihr, wer besser darüber Bescheid weiß als ich? Meister Plattnase. Ich wette, er weiß, dass niemand nicht weiß, ob diese Geschichte wahr ist. Und jetzt haben sie gruselige Schlafgeschichten von dem verborgenen Flitzer. Nein, mir verborgene Flitzer gesehen, ganz in echt. Jetzt sagen Sie ihm doch bitte, dass der verborgene Flitzer nichts weiter als eine Geschichte ist. Dann ist der verborgene Flitzer wieder zurück? Verborgene Flitzer zurück? Aber wenn er nie hier war, dann kann er doch nicht zurück sein. Es gibt ihn doch nur in Geschichten. Oh nein! Der verborgene Flitzer ist keine Geschichte. Ist er nicht? Es gibt ihn schon seit Generationen. Ja, seit ich noch ein Nestling war. Sie waren mal ein Nestling? Er geht von Ort zu Ort. Aber er bleibt nie lange, sodass niemand ihn richtig beschreiben kann. Und manchmal kommt er zurück. Manchmal jetzt? Schon möglich, aber diesmal... Diesmal will ich ihn mit eigenen Augen sehen. Das letzte Mal tauchte er in den dunklen Höhlen auf dem Berg auf. 2 Tagesreisen von hier entfernt. Sie wollen einen Blick auf ein Fantasiewesen werfen? Nicht ganz. Ich will einen Blick auf ein unsichtbares Wesen werfen. So eine Chance bekomme ich nicht noch einmal. Haltet Ausschau nach seinen Fußabdrücken, Kinder.
Sie sind unheimlich groß. Mehr Angst, wenn er das sagt. Und weit auseinander. Und das auch. Die Gelegenheit, den verborgenen Flitzer zu sehen, hat man nur einmal im Leben. Und wenn verborgener Flitzer uns aufesst? Tja, dann war das tatsächlich eine einmalige Gelegenheit. Ihr Nestlinge habt viel zu viel Angst. In diesen Wäldern gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Und wie ist es hier? Und wie sieht's aus? Alles bestens. Gehen wir weiter. In dieser Art Wald fühlt sich der verborgene Flitzer wohl. Selbst die Baumsterne hatten wohl vor ihm Angst. Auch wenn sie ihn nicht wirklich gesehen haben. Damals war ich nicht viel älter als ihr Kinder. Hat er gesagt, selbst die Baumsterne hatten vor dem Flitzer Angst? Verborgener Flitzer. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er. Spikey, wenn du jetzt einschläfst, dann kommen wieder die Schlafgeschichten. Ach, wenn ich doch nur so wie Zera keine Schlafgeschichten hätte. Angst zu haben ist was für Angsteier. Angst zu haben ist was für Angsteier. Doch, da ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Aber du hast Angst. Oder etwa nicht, Zera? Zera ist ein Angstei, Zera ist ein Angstei, Angstei, Angstei. Zera ist ein Ich Angstei. Bin kein Angstei, klar? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten. Denn so? Hattest du etwa eine Schlafgeschichte? Nein, ihr habt mich erschreckt, das war's. Diese Äste sind auf eine Art zerbissen worden, wie es nur der verborgene Flitzer tut. Und seht mal, da, Fußabdrücke. Gehen wir. In die Höhle rein? Wir finden den verborgenen Flitzer nicht, wenn wir ihn nicht suchen. Du hast doch wohl nicht etwa Angst, oder Zera? Mich ja Angst, mich warten hier draußen. schon gut, so viel besser. Also, wo kann er sein? Vielleicht ist er nirgendwo, weil es so etwas wie einen verborgenen Flitzer gar nicht gibt. Verborgene Flitzer!
Was ist das? Das muss er sein. Mein ganzes Leben lang wollte ich ihn sehen. Und jetzt habe ich es fast geschafft. Er wird uns auffressen. Verborgener Flitzer, warte! Ach, jetzt ist er weg. Noch nie war jemand so dicht an dem Flitzer dran. Das ist doch schon was, oder nicht? Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Meister Plattnase, zuerst mal müssen wir Zera finden. Zera! Zera? Zera! Wo steckst du? Er ist weg, du kannst wieder rauskommen. Verborgene Flitzer wieder weg, glaub ich. Wo würde Zera hingehen, wenn sie von hier weggehen wollte? Ich war so nahe dran. Tut mir leid, Meister Plattnase. Zera! Ich bin schuld, dass Sie den verborgenen Flitzer nicht sehen konnten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bin ein riesengroßes Angstei. Ich hab auch Schlafgeschichten und das ganze Zeug. Hättest du uns doch sagen können, dann hätten wir es gewusst. Wir sind trotzdem deine Freunde. Aber Dreihörner müssen doch immer tapfer sein. Dass du Angst hast, bedeutet nicht, dass du nicht auch tapfer sein kannst. Ach, meinen Sie? Na ja, der Tapfere überwindet seine Angst. Das heißt, er stellt sich seinen Ängsten, so wie deine Freunde. Trotzdem sie große Angst hatten, sind sie mitgekommen, um den verborgenen Flitzer zu finden. Dann sind sie ja tapferer, als ich es bin. Ich habe nur den Schatten des verborgenen Flitzers gesehen und schon bin ich weggelaufen wie... Wow, es gibt ihn ja tatsächlich. Und ich habe ihm in die Augen gesehen. Ich kann es nicht fassen. Die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, war gar nicht ausgedacht. Seht ihn euch an. Der hat ganz viele schöne Farben. Ist denn das zu glauben? Meine Angst hat mich davon abgehalten, ihn zu sehen. Mir nicht glaube, dass mir nicht weggefliegt. Nein, nein, nein. Hallo, ich bin Zera. Er hat sich unsichtbar gemacht. Er ist gar nicht richtig verschwunden. Er hat sich angepasst, seht doch. Er ist immer noch da. Aber die Farben auf seinem Körper passen genau zu den Baumsternen. Verborgene Flitzer gar nicht unsichtbar, er nur veränderlich. Vielleicht hat derjenige, der als erster meine Geschichte erzählt hat, gesehen, wie er unsichtbar wurde, ohne zu verstehen, wie er das gemacht hat. Ja, ganz genau.